Dieser Start geht mal richtig in die Hose. Ein Flugbegeisterter in Thailand will mit seinem motorisierten Gleitschirm in die Lüfte aufsteigen. Bei seinem sogenannten Laufstart ist die Startbahn aber offensichtlich viel zu kurz. Mit dröhnendem Propeller auf dem Rücken läuft er los, doch statt in die Luft zu steigen, klatscht er auf den Boden. Doch immerhin landet er weich, mitten im Matsch. Von oben bis unten ist der Mann mit Schlamm bedeckt. Doch er nimmt es mit Humor. Immerhin hätte das auch viel schlimmer ausgehen können. Mit etwas Hilfe wird der Flieger von seinem sumpfigen Landeplatz befreit, zum Glück ohne Verletzungen.